Soll ich alles bezahlen? Ja, natürlich. Wozu hat man denn Vater? Wissen Sie? Aber der ist doch kein Geldesel. Aber der hat eine Firma. Ja, das ist ganz normal. Chef. Guten Tag. Guten Tag. Papa, ich brauch. Ihr Herr Vater ist im Betrieb. Ja, dann holen Sie ihn. Ich habe nicht viel Zeit. Und ich habe auch nicht viel Zeit. Sie sehen, ich habe zu arbeiten. Hören Sie mal, ich habe es eilig. Mein Wagen steht im Parkverbot. Und ich habe zu tun und außerdem hat Ihr Vater gesagt, Sie möchten bitte warten, bis er kommt. Warten. Warten. Wissen Sie was, Sie... Ja, bitte? Sie... Ach, vergessen Sie es einfach. Ja, das würde ich auch mal sagen. Mein lieber Schein muss unterschrieben werden. Grad a Unterschrift. So. Hat dein Chef das gesagt, weil der schreien kann, weil der brüllen kann? Es tut mir leid, Kollege, du lässt dir einfach zu viel gefallen. Ahnung ich. Der kann doch nichts als LKW fahren. Und muss dem Chef abends beweisen, dass ich die Lieferung ordentlich ausgeliefert habe. Dein Chef kann doch herkommen und nachschauen, ob du richtig ausgeliefert hast, oder? Keiner hat was geklaut und jetzt sowas. Und jetzt will man noch an ihr Geld. Ich verstehe das nicht. Bärbel, ach, Sie sind die Einzige, die... Na, da können Sie mit mir stehen. Ich danke Ihnen, ja. Also, nur Vertrauen, Vertrauen, ja. Ja, also ich wundere mich ja sowieso, Herr Panzer, wie Sie das alles schaffen. Diese ganze Verantwortung und dann auch noch Ihre Tochter mit dem ganzen Geld, das wird ja auch zu viel. Da können Sie es ja auch wohl an den Herzen kriegen und so weiter. Weil wenn ich Sie nicht hätte, ja, wissen Sie was, dann habe ich ja fast wieder. Gehen wir doch mal zusammen essen. Ach, Herr Panzer, das wäre doch mal was. Lass es liegen, machen Sie es später. Ich bringe das nochmal gerade in mein Zimmer, hole meine Tasche und dann können wir gehen. Ich ruhe mich aus. Ausruhen? Also wenn das mein Vater sieht, der macht ihn aber ganz schnell Beine. Übrigens, das Scheckbuch meines Vaters ist verschwunden. Da dreht der Alte durch ohne Scheckbuch. Das finden Sie wohl sehr lustig. Ja, ich finde es super lustig. Ja. Oh mein Gott. Sagen Sie mal, Herr Eimer, wie gefällt es Ihnen denn hier in der Firma? Na ja, gefallen... So, als Arbeitsloser hat man keine allzu große Wahl, ja? Was ist denn mit Ihnen los? Mann, es ist furchtbar! Was ist denn? Es ist so furchtbar. Der Ferdinand, also Ihr Vater und ich, wir sind in den Betrieb reingegangen. Was? Lager da. Ist umgefallen, oder was? Ja. Oh mein Dann Gott. Hat er sich wieder ein bisschen berappelt und jetzt bringen Sie ihn ins Krankenhaus. Was mit macht? Den Waren. Ja, dass was hat er denn gesagt? Sie den Betrieb leiten sollen. Sie sollen sich um alles kümmern. Ich soll... Ich? Ja. Das ist nicht Ihr Ernst. Sie sollen das...